Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir mal wieder meine, ja, aussortiert Kiste zeigen, denn es hat sich doch einiges mal wieder angesammelt. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine aussortiert Kiste ist immer mal wieder, ja, sie ändert sich ja, ne? Also sie füllt sich immer wieder und das ist jetzt der Stand heute vom 29.06. Genau, da wollte ich dir doch einfach mal zeigen, was ich hier so in der Kiste drin habe. Nicht alles, was ich hier aussortiert habe, ist schlecht. Es ist einfach nur so, dass ich ja unheimlich viel da habe und das dann einfach in die Kiste packe, sodass meine Freunde, meine Familie sich entsprechend dran bedienen kann, weil ich gegebenenfalls irgendwas da habe, was einfach besser ist für mich. Und ja, dann schauen wir mal rein. Schreib du mir doch mal gerne unten in die Kommentare, wie viele Mückenstiche du aktuell hast. Ich habe so 20? Das ist Wahnsinn. Okay, also ich fange mal an mit der Highlighter-Palette Moon Highlighting-Palette von 183 Days bei Trended Up. Die habe ich aussortiert, weil die einfach zu schwach war, weil die nicht so war, wie ich sie gerne gehabt hätte. Die hatte ich ja auch selber in einem Trash-Paket drin und deswegen habe ich sie einfach mal aussortiert. Dann habe ich hier auch mit drin von Essence eine Highlighter-Palette Glow. Im Prinzip kannst du die als Bronzer, Blush und Highlighter-Palette auch verwenden. Mir war die einfach zu schwach. Deswegen, also die hatte ich auch in einem Trash-Paket mit drin, das ist nicht schlimm. Deswegen, da trauert man dem auch nicht hinterher. Aber sie kommt auf jeden Fall auch in die Aussortiert-Kiste. Dann habe ich hier auch ein Parfüm aussortiert. Das ist von, wie heißt denn diese Marke nochmal? Larif, genau. Und das ist das Cash. Das riecht eigentlich total super. Ist auch ein Parfüm-Zwilling zu dem Paco Rabanne 1 Million oder Lady Million, glaube ich. Ich kriege da leider Kopfschmerzen von. Ich habe das ein paar Mal verwendet, ne? Das sieht man auch, aber es ist nicht so häufig gewesen. Ich habe da leider echt Kopfschmerzen von gekriegt, deswegen wird es weiter wandern. Auch aussortiert habe ich von Physicians Formula diese Mascara, die ich eigentlich vom Packaging so schön finde. Aber im Winter war sie mir zu dezent und im Sommer hat sie sich abgestempelt. Und das, ne, ich habe so viele da, dann kann die auch einfach weiter wandern. Das ist eigentlich eine ganz tolle. Also die hat auch ein Gummibürstchen und ein fettes Bürstchen. Das ist all das, was ich eigentlich bei einer Mascara liebe. Und ich fand die eigentlich total super, aber sie hat bei mir leider nicht so funktioniert oder performt, wie sie es eigentlich sollte oder wie andere es tun. Und deswegen wird sie weiter wandern. Was soll ich irgendwas da behalten, wo ich einfach nicht zugreife? Ja, dann wird auch weiter wandern. Die Humble Brush Zahnbürste, die hatte ich letztens in einer Glossy Box oder Pink Box oder Box Box irgendwas mit drin. Genau, da freuen sich meine Freundin drüber. Ich habe ja eine elektrische Zahnbürste. Dann wird auch weiter wandern von Bella Pierre das Shimmer Roll für Face, Body and Eyes. Das habe ich ein paar Mal verwendet und habe das dann auch wirklich immer oben auf den Augenlidern ausprobiert. Da hat das wunderschön ausgesehen, aber beim Auftrag hat es immer gekrümelt und das fand ich furchtbar. Und da ich einfach ein anderes habe oder einen anderen Liquid Eyeshadow, den ich im Prinzip viel, viel lieber verwende, der aber genau die gleiche Farbe hat und zwar von Tamtam, darf der jetzt weiter wandern. Das ist eigentlich nur so ein Roller, das ist nichts, ne? Wildes, es ist halt auch irgendwie ganz cool, aber wenn man den sich auftragen möchte, dann, ja, glitzert der halt das ganze Gesicht voll und das fand ich etwas nervig. Auch aussortiert wird dieser Nagellack von Rival de Loop. Der ist eigentlich wunderschön, auch auf den Füßen, den trage ich aktuell auch auf den Füßen. Aber ich trage ihn zum einen in 3 Schichten, weil er eigentlich nicht deckend genug war. Zum anderen krümelt der wie Sau, also nicht krümelt, sondern flockt der. Also der verbindet sich und dann ist es halt nicht ebenmäßig, ne? Das ist total fleckig und schön finde ich den allemal. Aber ich glaube, dass er auf meinen Füßen einfach nicht gut aufgehoben ist, deswegen darf der weiter wandern. Ich habe den tatsächlich auch verwendet mit einem Topcoat, aber es hat alles nicht sein sollen. Dann wird auch aussortiert dieser Nagellack, das ist von Manhattan Dip in Gold 002, die Rita Ora Collection. Den finde ich auf Nägeln wundervoll, also auf Fingernägeln, aber ich habe ja Gelnägel. Heißt, ich trage keinen Nagellack auf meinen Nägeln. Das macht gar keinen Sinn für mich. Ich trage das auf den Füßen. Und wenn ich Gold auf meine Füße gebe, sieht das aus, als hätte ich Raucherfüße. Also richtig gelb. Mag ich gar nicht leiden. Deswegen wird der auch weiter wandern. Den hatte ich auf einem Zeh und habe ihn direkt wieder abgemacht.
Auch weitergegeben wird hier von Essence das Smoothing Lip Peeling mit Arganöl. Das hatte ich auch in einem Zuschauerpaket mit drin. Das ist unbenutzt. Das geht einfach weiter, weil es doppelt ist. Und da kann sich dann eine Freundin von mir über ein Lippenpeeling freuen. Weiter wandern wird von Trended Up die Ultra Matte Lip Cream. Die hatte ich tatsächlich in einem Geburtstagspaket, deswegen tut es mir unfassbar leid. Aber ich finde die Farbe einfach überhaupt nicht gut für mich. Also das lässt mich so blass aussehen. Das geht gar nicht. Das ist einfach nicht meine Farbe. Ich bin eher so der Fan von sowas, was ich jetzt auf den Lippen habe. Das ist eher so nudig, ein bisschen natürlicher halt, ne? Das ist mir einfach zu dunkel, zu krass. Das trage ich auch so nicht. Deswegen darf das weiter wandern. Auch weiter wandern von Trended Up die Color Cube Eyeshadow Palette. Da muss ich einfach sagen, dass sie mir zu langweilig war. Ich habe sehr, sehr viele Lidschattenpaletten da. Deswegen, ne? Irgendwo muss man anfangen auszusortieren. Und ja, wenn ich die halt verwende und dann bei der Verwendung schon merke, weiß nicht, dann sollte man direkt sagen, okay, dann halt eben nicht. Das ist eine komplett Nude-Palette. Du hast da auch schöne Schimmertöne mit drin. Ich habe da auch einen Look mit geschminkt, ne? Aber sie ist mir halt zu dezent, zu langweilig. Und wenn ich wirklich Lidschatten verwende, dann auch gerne derbe, wie man sieht. Das ist einfach so. Deswegen darf die weiter wandern und jemand anders entsprechend glücklich machen. Ja, auch weiter wandern darf eine Kette, die ich auch in einem Zuschauerpaket, in einem Tauschpaket mit drin hatte, weil es halt einfach nicht mein Stil ist. Das ist eine goldene Palette, ach Quatsch, eine goldene Kette, hier mit einem Bommel vorne dran. Die ist per se auch eigentlich echt schön, aber ich werde sie nicht tragen. Und da ich das nun mal weiß und ne, die nicht einfach nur im Schrank hängen haben möchte, werde ich sie weitergeben. Da wird sich eine Freundin von mir mega drüber freuen. Auch aussortiert habe ich von Yves Rocher das Anti-Fatigue, Anti-Müdigkeit Eisgel. Ich benutze Fußcreme eigentlich immer nach dem Duschen. Da sind die Poren geöffnet. Wenn ich dann dieses hier verwende, dann ist es so extrem kühlend und so unangenehm, dass ich mir die Füße dann direkt wieder abwasche. Das ist nicht schön. Also ich habe das, man sieht ja auch ein bisschen verwendet, also ist es bis hierhin halt raus. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das 3-4 Tage verwendet. Ich verwende halt kein Fußgel, wenn ich jetzt irgendwie heiße Füße habe, weil sowas habe ich einfach nicht. Deswegen, da wird eine Freundin von mir garantiert glücklicher als ich. Genau. Dann, dieses Produkt ist toll, es ist neu, aber ich habe so viele Körperprodukte, dass das hier einfach zu einer Freundin weitergegeben wird, ganz einfach. Es ist kein Trash in dem Sinne, es ist einfach ein Geschenk an eine Freundin, was ich weitergeben werde. Das ist von Nivea die verwöhnende Softmilk, 48 Stunden samtweiche Feuchtigkeitspflege, Tiefenpflegeserum für trockene Haut und da werde ich garantiert eine Freundin, ja, garantiert. Ich weiß noch nicht wen, aber irgendwen werde ich glücklich damit machen. Am 12.07. haben wir Mädelsabend. Da wird die Kiste hier ordentlich durchwühlt werden. Ich kenne das. Aber das will ich ja auch, ne? Dann habe ich auch aussortiert eine Haarkur von Swiss Opal für trockenes, strapaziertes und glanzloses Haar. Das ist die Arganöl-Haarkur. Zum einen ist die aussortiert worden, weil ich genug habe. Zum anderen, ich habe jetzt schon ein paar von diesen Swiss Opal-Dingern verwendet. Mag ich nicht so gerne, muss ich gestehen. Zum einen von der Anwendung her. Du hast hier einfach so ein scheiß Tübchen, das du unter der Dusche nur mit einer Schere aufbekommst. Und das finde ich umständlich. Zum anderen, das pflegt einfach nicht genug. Da habe ich andere Haarkuren, die meine Haare einfach so viel schöner pflegen und so viel mehr für meine Haare tun. Das heißt, die darf dann einfach weiter wandern. Auch weiter wandern darf von L'Oreal die Glam Beige Cushion Healthy Glow Foundation. Das ist ja eine Cushion Foundation, die ich tatsächlich jetzt auch heute trage, die mir aber in der Anwendung irgendwie nicht so gefallen hat, die mir auch vom Ergebnis her nicht so gefallen hat. Das sieht jetzt auch alles heller aus, aber man hat es beim Auftrag richtig gesehen, wie dunkel diese Foundation einfach ist. Und da musste ich viel mit Puder und so weiter ausgleichen. Finde ich dann ein bisschen schade, weil ich habe deutlich bessere Foundations da, deswegen darf die weiter wandern. Das ist in der Farbe Matte Medium Light oder auch Matte, ja, man kann es vermischen. Genau, und auch die war in einem Trash-Paket mit drin, die kannst du aufklappen, da hast du ein Spiegelchen drin. Hier ist normalerweise das Schwämmchen drin und hier hast du dann die Foundation mit dem Schwämmchen. Ja, ist ein schönes Produkt, aber es wird weiter wandern. Hat mich nicht so geflasht. Auch heute aufgetragen, den Concealer oder den Banana Concealer von 183 Days. Der war mir einfach zu pastig und
Ja, ich habe ihn aufgetragen. Ich meine, der hat jetzt auch nicht gecreased oder so. Man sieht es ja auch, ne? Aber ich habe ihn aufgetragen und als ich ihn verblendet habe, ist er einfach direkt schon verschwunden. Und das fand ich halt einfach unpraktisch. Dann habe ich lieber einen Concealer, der mehr macht. Also der auch wirklich dann in dem Sinne das abdeckt, was ich abdecken möchte. Und ja, sonst benutze ich einfach gar keinen Concealer. Und so ein Produkt, was kaum was macht. Nee, das ist die Farbe 020 Cheetah übrigens. Dann auch ein Produkt, was ich heute drauf habe, von Manhattan Brow Tastic Eyebrow Kit. Ja, also ich finde die Farbe ein bisschen zu dunkel, ich finde den Auftrag ein bisschen zu umständlich. Das ist halt in der Farbe 001 Blondie Brow. Das ist für blonde Frauen, finde ich, wenn man das auch so sieht, einfach zu dunkel. Und da habe ich einfach schönere und bessere Augenbrauenstifte, die ich dann deutlich lieber verwende. Deswegen wird das auf jeden Fall weiter wandern und eine Freundin von mir glücklich machen. Und dann werde ich auch noch aussortieren, die habe ich noch gar nicht verwendet, die Cooling Eye Mask. Das ist eine Augenmaske mit Melonenscheiben. Und ja, die kannst du einfach verwenden, um entsprechend morgens deine Augenringe zu kühlen oder deine Augenringe abschwellen zu lassen. Habe ich nicht so die Last mit oder auch morgens keine Zeit für. Deswegen werden die auf jeden Fall auch weiter wandern, aussortiert wie auch immer. Dann wird auch weiter wandern dieser Primer von Hello Body, Coco Prime, Shimmering Face Fluid. Per se gar nicht so verkehrt. Den kannst du auch solo super tragen. Aber sobald du da mit Foundation drüber gehst, funktioniert der einfach nicht mehr. Das krümelt. Also sobald er sich mit Foundation verbindet, krümelt dir alles das Gesicht runter. Und das ist kein schönes Gefühl. Auch den habe ich zusammen mit euch in einem Video aussortiert. Ich habe den danach noch ein paar Mal verwendet und mit anderen Foundations probiert. Es hat alles gekrümelt. Es hat mich so geärgert, weil ich weiß nicht, was mit dem Produkt los ist. Es hat mal so gut funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber ne? Vielleicht macht das eine Freundin von mir glücklich. Auch weiter wandern wird Shadows Paris. Das ist eigentlich ein richtiges Nachmachprodukt von einer Maybelline Mascara. The Colossal Volume Express Mascara Cat Eyes. Die habe ich auch in einem Video mit euch zusammen ausgetestet. Hat nichts gemacht. War mir zu wenig, darf weiter wandern. Das habe ich jetzt auch tatsächlich noch das ein oder andere Mal ausprobiert und das hat jedes Mal furchtbar ausgesehen. Deswegen wird auch das Tattoo Brow von Maybelline aussortiert. Ja, ich kann damit auch einfach nicht umgehen. Ich habe lieber meine Augenbrauenstifte, Leute. Das ist so. Ne? Deswegen darf das weiter wandern. Dann habe ich auch aus einem Trash-Paket 3 Lidschattenpaletten von Essence, die ich alle drei weitergeben werde. Make Your Own Magic ist das hier einmal von Essence. Die wird aussortiert oder eben weiter wandern. Ne? Also ich habe die ja eigentlich auch extra nur für meine Freundin geholt, deswegen, beziehungsweise getauscht. Dann die Million Nude Faces Palette und auch die Essence Blushed Eyeshadow Palette. Da können sich meine Mädels freuen. Das sind alles relativ natürliche Paletten und ich denke, dass sie sich darüber freuen werden, weil es halt nicht zu bunt ist. Genau, dann habe ich hier noch einen Primer aussortiert, weil ich habe so viele Primer. Und dann musste ich halt gucken, welcher gefällt mir am besten und welcher nicht so. Da habe ich hier von Look by Bipa den Anti-Red Make-Up Base Primer Instant Care Effekt aussortiert. Und da dürfen dann meine Mädels sich drüber freuen und den als Primer halt entsprechend verwenden. Der ist gut, der hält auch gut. Und der, ne, ist auch, es ist ein super Primer. Aber ich habe wirklich andere, die besser sind. Und deswegen darf der weiter wandern. Auch von Look by Bipa habe ich das All-Over Matte Make-up aussortiert in der Farbe 10. Genau. Eine wundervolle Farbe, aber es ist wirklich matt, sehr, sehr matt. Es macht mein Gesicht wirklich beim Auftrag erstmal tot. Ne? Und da muss ich halt mit Blush, Bronzer und so weiter dafür sorgen, dass mein Leben wieder ins Gesicht reinkommt. Und ja, das finde ich dann halt auch ein bisschen schade. Und da gebe ich den dann an meine Freundin weiter. Wenn die möchten, können die das gerne mal ausprobieren. Ja, ich habe noch einen weiteren Primer aussortiert und zwar von Max & More. Das ist der von Action. Face Primer, Make-up Base, Hydrating, der ist eigentlich auch ganz gut. Es ist ein feuchtigkeitsspendender Primer, den ich per se auch echt gerne mochte. Aber wie gesagt, ich habe bessere. Der darf weiter wandern. Weil wie lange brauchst du einfach mal, um einen Primer aufzubrauchen? Und ich verwende zum Beispiel sehr, sehr gerne, wenn ich einen ganz normalen Primer haben möchte, den von Dr. Pierre Rico. Und wenn ich einen Primer haben möchte, der mein Gesicht wirklich zum Strahlen bringt, der wirklich, ne?
So, Glow reinbringt, dann nehme ich den von How Cosmetics. Also das sind so meine Go-Tos. Und dann habe ich noch zusätzlich viele, die ich jetzt auch in letzter Zeit in Paketen und so drin hatte, die auch noch getestet werden. So viele Primer kann ich nicht verwenden. Dann habe ich hier eine Maske, ich glaube aus dem Adventskalender von Douglas Essentials, die Nourishing Mask. Und ja, die darf weiter wandern, denn ich habe reichlich Masken und ihr werdet sehen, ich habe auch einiges an Masken aussortiert. Ja, das ist eine Produktprobe von Mixer, die hatte ich jetzt auch schon mehrfach gehabt und mehrfach angewendet. Das sollen meine Freundinnen auch mal ausprobieren, weil das Produkt voll toll ist. Diese Maske hier von Garnier, die habe ich, ich glaube, doppelt, dreifach, fünffach, keine Ahnung. Und ich kann nicht so viele Masken verwenden, wie ich sie da habe. Deswegen muss ab und zu mal eine Maske weiterwandern. Das ist die Hydra Bomb Tuchmaske, intensiv feuchtigkeitsspendende und beruhigende Maske. Beruhigt die Haut, lindert Rötungen und ist einfach anzuwenden. Und sie ist mit Kamillenextrakt, Hyaluronsäure und einem feuchtigkeitsspendenden Serum. Und ich glaube, dass ich heute sie tatsächlich auch nochmal in einem Tauschpaket drin hatte. Das heißt, ich kann gar nicht so viele Masken verwenden. Ich verwende ja schon richtig viele Masken, aber irgendwann, ne, muss man einfach mal auch sagen, nein, einen Teil gebe ich an meine Freundin, an die Familie weiter und dass die dann halt auch mal die Möglichkeit haben, sich einfach mal eine schöne Maske zu machen. Ist auch oft, wenn ich eine Freundin da habe oder jemanden aus der Familie, dass ich sage, hey, nimm mal eine Maske mit, tu dir was Gutes, mach dir ein bisschen Me-Time und so. Von daher, ne, darf man nicht böse drum sein. Dann habe ich hier noch zwei weitere Masken aus dem Douglas Adventskalender. Das ist die Anti-Aging-Maske hier in so einem Pöttchen drin und die Instant Radiant Mask. Dann habe ich auch von einem Trash-Paket etwas hier drin. Nein, von einem Tauschpaket habe ich das, genau. Das ist eine Foundation von Nutraskin, genau. Und die ist mir einfach zu dunkel. Das habe ich in dem Video bei dem Unboxing auch schon gesagt, dass die mir einfach viel zu dunkel ist und dementsprechend weiter wandern darf. Eine weitere Maske von Isana Young, die Sweet Honey Maske. Ja, darf auch weiter wandern. Das ist auch so ein kleines Pöttchen. Da wird sich auch eine Freundin von mir drüber freuen. Dann wird auch weiter wandern die Hydrogel-Lip-Maske. Die habe ich auch aus einem Paket gehabt. Die kommt eigentlich von Action. Die hatte ich auch schon mal getestet und fand sie echt witzig. Und eigentlich möchte ich sie einer Freundin geben und sagen, hey, teste die mal, die ist witzig. Ne? Eigentlich nur deswegen. Dann habe ich hier noch eine Augencreme. Genau, von Kian Soto, Anti-Aging Q10 und ja, die ist mit Gucci-Bären, aber die wird jetzt aussortiert oder weitergegeben vielmehr, weil ich einfach aktuell so viele Augencremes da habe. Die werden mir alle ablaufen, Leute. Wenn ich nicht ordentlich aufbrauche, dann werden die mir ablaufen. Deswegen werde ich auf jeden Fall die hier weitergeben und einer Freundin oder jemandem aus der Familie eine Freude damit bereiten. Auch aussortiert habe ich die ganzen, nicht die ganzen, sondern einen Großteil der Feindprodukte, die ich in meinem ja, Testvideo mit euch zusammen getestet habe. Da haben mir schon zum Beispiel diese beiden Augenbrauenprodukte nicht gefallen. Das ist einmal der Brow Pencil, der hat hier oben einen Stift und der ist echt dick, Leute. Und hier unten, jetzt habe ich es kaputt gemacht, wa? Nein, geh auf. So. Und hier unten halt so ein Bürstchen, um das Ganze zu verblenden. Es hat furchtbar bei mir ausgesehen, echt. Und hier habe ich halt die Augenbrauen-Mascara. Das war einfach alles viel zu dunkel für mich. Das hat nicht funktioniert und ich bleibe bei meinen Augenbrauenstiften. So, das ist jetzt einfach mal, ne? Kommt weiter. Von Sophia Thiel, wie dieses Bodyspray aussortiert, Silky Jasmin, hatte ich in der Box mit drin, hat mir vom Duft her überhaupt nicht zugesagt und da werde ich garantiert eine Freundin glücklich machen und ihr das Bodyspray einfach weitergeben. Die Mascara von Feind wird auch weitergegeben, weil sie mir einfach zu wenig ist. Es ist zu wenig, Leute. Ich brauche mehr. Sie hat nicht so viel auf meinen Augen gemacht und deswegen wird sie jetzt weiter wandern. Das Bürstchen ist cool, das ist riesig und es lässt eigentlich vermuten, dass da ordentlich Kabam auf die Augen kommt, aber Fehlanzeige. Also da habe ich Mascaras, die einfach besser sind. Dann wird auch weiter wandern diese Foundation von Avon True Calming Effects Mattifying Foundation und das ist die Farbe Warmest Beige. Also ich weiß aus dem Stegreif nicht, welche von meinen Freundinnen diesen Hautton hat, aber ich werde es auf jeden Fall in die Grabbelkiste packen und dann können die sich gerne bedienen und schauen, ob die die haben wollen oder nicht. Auch die Foundation habe ich eigentlich extra mitgenommen, weil die halt ein bisschen dunkler ist, eben für meine Freundin. Essence Touch, Soft Touch Mousse Make-up in der Farbe 03 Matte Honey.
Und ich habe ja die Ivory-Version und die Ivory-Version, die passt auch. Die mag ich total gerne und die verwende ich auch. Aber ne, ich habe mir ja sehr viele dann beim Tauschpaket, Trash-Paket ausgesucht und wusste auch, dass die mir zu dunkel sind. Habe die aber für meine Mädels mitgenommen. Dann habe ich hier auch aussortiert das Maison Meunier Skincare. Das ist so ein Serumöl, wie auch immer, was du dir aufträgst, eben mit so einem, am besten ohne dieses Haar, mit so einem Roller hier vorne dran. Was soll ich sagen? Es kommt zum einen nicht genug Produkt raus, zum anderen macht das einfach nichts. Also ich habe auch nicht viel davon verwendet, wie ihr seht. Also sieht man gar nicht, ne? Ich habe es bis hierhin ungefähr raus. Ich habe das 2 Wochen, glaube ich, verwendet und es hat nicht gar nichts gemacht. Also ob ich das verwende oder nicht, kein Unterschied. Deswegen wird es weiter wandern, weil das einfach bei mir nicht funktioniert. Eine weitere Maske wird weiter wandern und zwar die Pure Essence Mask Sheet von Holika Holika mit Acai-Beere. Ja, sowas ist mir einfach vom Duft her dann zu sauer und aktuell mit meiner unreinen Haut funktioniert das leider nicht so wirklich. Deswegen wird es halt weiter wandern, das tut mir auch echt leid, aber ja, ne? Ich habe halt aktuell andere Bedürfnisse, jedenfalls meine Haut und deswegen kann das auf jeden Fall eine Freundin von mir gerne verwenden. Als nächstes habe ich hier eine Feuchtigkeitsmaske von Schäbens, die ich einfach weitergebe, um einer Freundin eine Freude zu machen. Die ist mit Aloe Vera, Thermalwasser und Urea und ja, die ist gut. Die habe ich auch schon mal getestet und ich finde Schäbens Masken großartig, die mag ich richtig gerne. Du siehst bei Schäbens Masken einfach auch einen Effekt, aber das gebe ich einfach weiter, um einer Freundin eine Freude zu machen. Auch diese Maske wird weiter wandern, weil sie mir höchstwahrscheinlich zu sauer sein wird. Das ist Facial Sheet Mask mit Blaubeeren und Joghurtextrakt und ja, die wird jetzt einfach weiter wandern, um einer Freundin eine Freude zu machen. Das ist mit Blaubeeren und Joghurt, wirkt beruhigend und hat revitalisierende Eigenschaften. Ja, und weil ich halt wirklich viele Masken habe, darf sie auch einfach gehen. Ich habe genug da. So, da muss auch mal so ein bisschen hier weitergemacht werden. Dann habe ich von The Body Shop Oils of Life, das ist ein Gesichtsöl. Gesichtsöle, ja. Habe ich zurzeit nicht so gerne in meinem Gesicht, weil meine Haut schon ölig genug ist. Und bevor es abläuft, bekommt eine Freundin das. Das hatte ich nämlich selber in einem Trash-Paket. Das heißt, es ist auch schon geöffnet gewesen. Und ja, sowas ist nur 18 Monate haltbar. Da gebe ich das doch einfach mal weiter, um einer Freundin eine Freude zu machen. Oder einer Familienangehörigen. So, dann die beiden Sticks. Das ist ein Blush-Stick und ein Highlighter-Stick. Das habe ich auch in meinem Find-Make-up mit euch zusammen getestet. Das hier war einmal der Blush, die Farbe 01 und auch die Farbe 01 als Highlighter. Hat bei mir einfach zu wenig gemacht und deswegen darf beides weiter wandern. Für dieses Produkt habe ich persönlich leider keine Verwendung, weil ich ja meine Fingernägel nicht lackiere, sondern nur meine Fußnägel. Und bei meinen Fußnägeln tun mir Lackierfehler echt nicht weh. Das ist von P2, das Colorstop schützt vor Lackierfehlern. Und das machst du dir halt auf die Nagelhaut, dass wenn du dann halt überlackierst, dass du da halt das abziehen kannst. Das ist halt so ein Gel mit Pinselchen kommt das. Und dann kannst du das um deinen Finger pinseln, ne? So sieht das aus. Und kannst dir dann die Fingernägel lackieren und dann kannst du es abziehen und dann hast du es angeblich rein, aber brauche ich nicht. Ich habe hier meine Nagelfee und die kann das sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte selber noch von Nutraskin einige Pröbchen da, die ich tatsächlich dann auch alle jetzt gehen lassen habe, weil ich habe jetzt ja eine zugeschickt bekommen in einem Tauschpaket. Ja, und die ich jetzt hatte, gehen jetzt alle weiter zu meinen Freundinnen. Das sind Foundation-Pröbchen, habe ich das überhaupt schon erzählt? Und dann kommen die halt mit so einem Applikator. Ja, sind ganz niedlich. Kann man mal machen. Oder auf Reisen mitnehmen, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Diese Contouring-Palette darf auch weiter wandern. Die habe ich tatsächlich auch für meine Freundin in dem Trash-Paket ausgesucht. Und ja, da kann sich auf jeden Fall mal jemand an Cream-Contour versuchen, wer es möchte. Und deswegen kommt die in die Box. 2 weitere Pöttchen von der Essence Soft Touch Mousse Make-up Gedönsgeschichte. Beide in der Farbe 02 Matt Beige. Auch die werden zu meinen Freundinnen wandern. Alle 6 Monolidschatten aus meinem Find Full Face Make-up Test Gedöns werden aussortiert, weil es mir einfach nicht genug zugesagt hat. Schaut gerne in dem Video vorbei. Ich erwähne es ja heute relativ häufig. Und ja, ne? Die werden alle weiter wandern, denn hat mich nicht so umgehauen, muss ich gestehen.
Dieses Kit habe ich wirklich auch nur für meine Freundin wieder ausgesucht, auch wieder eins dieser Produkte. Das ist ein Augenbrauen-Kit und da kannst du entsprechend ja, verschiedene Farben verwenden. Das ist auch mit einem Augenbrauen-Gel und mit einem Bürstchen, mit einem Pinselchen mit dabei und da kann man sich austoben. Und das wollte ich einfach meinen Freundin mitbringen, mal gucken, wer da Bock drauf hat, wer das mal ausprobieren möchte. Jo, ne? So, was habe ich noch? Da ist von L'Oreal Magic Mani Retouch and Go in der Farbe Red 401 so ein Korrekturstift mit dabei. Wie gesagt, Gelnägel, da brauchst du sowas nicht. Huch, genau. Das sieht aus wie ein Textmarker und damit kann man dann quasi Lackierfehler entfernen. Keine Ahnung. Geht zu? Der geht nicht mehr zu. Scheiße. Ach, das muss man drehen. Oh. Achso, hier ist noch so ein Pöttchen von der Douglas Maskenreihe, die Hydrating Mask. Ich habe noch weitere Masken, die ich tatsächlich weitergeben werde. Das ist hier von Seventh Heaven oder von Montagne Jeunesse, die Peel-Off-Maske mit Aktivkohle. Die gebe ich weiter, weil ich tatsächlich auch einige Peel-Off-Masken da habe. Und die darf jetzt an eine Freundin weitergehen, weil die mich auch manchmal nach solchen Masken fragen. Und dann bringe ich die einfach mal mit. Die fand ich einfach witzig. Keiner von uns ist unter 25, aber es ist einfach ein Gag. Von CV Cadia Vera Soft Mousse au Chocolat Maske mit Kakao, Butter und Panthenol. Auch die darf weiter wandern. Da wird sich eine Freundin garantiert drüber freuen. Die stand jetzt auch sehr, sehr lange in so einem Kästchen für mich drin bei den Masken, die ich gerne in nächster Zeit verwenden möchte. Und ich habe sie nie rausgenommen. Und da ich da nicht zugegriffen habe, darf sie jetzt weiter wandern. So. Von Be Routine Glam Girls Fabulous Glam Peel-Off-Maske Shiny Pink Glitter. Ja, ne, genau der gleiche Grund wie bei der anderen Peel-Off-Maske. Ich habe einige Peel-Off-Masken. Ich werde auch nach Peel-Off-Masken bei meinen Mädels gefragt. Bitte schön, bedient euch. Diese Maske habe ich schon mal ausprobiert. Die ist super toll. Das ist aber eher eine Probe von L'Oreal. Die Detox-Maske Tonerde Absolu Gesundstrahlen Latin. Und ja, das ist diese schwarze. Die ist super, super toll. Also die macht dir die Haut auch wirklich schön rein. Und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Werde ich jetzt aber weitergeben, weil ich andere Detox-Masken oder wie auch immer da habe. Und damit eine Freundin einfach glücklich machen möchte. Dann gebe ich noch weiter hier von Neo Bio Natural Cosmetics ein Kajal Eyeliner in der Farbe 01 Absolute Black. Ja, auch der war in einem Trash-Paket mit drin. Ich benutze nicht wirklich Kajal und deswegen darf der einfach weiter wandern. Ja, einfach ein schwarzer Kajal. So, dann habe ich hier noch eine Maske von Isana Young, Strawberry Dream Maske. Auch die bestimmt mega geil, aber ich habe so viele. Die darf jetzt weiter wandern. Zwei weitere, die ich noch weiter wandern werden von Garnier Skin Active. Die Aqua Mask Anti-Durst mit Granatapfel und Glycerin. Die ist mir einfach zu sauer. Davon hatte ich schon ein anderes Sachet mal gehabt und habe es auch geöffnet und wollte es drauf machen. Habe es mir direkt wieder abgemacht, weil mir das zu sauer war. Der Geruch hat mir nicht gefallen und nee. Deswegen darf die weiter wandern, weil ich die jetzt ja auch doppelt habe. Und dann von Shelbens die Augen- und Lippenmaske mit Lifting-Komplex. Die reduziert Falten und glättet die Haut. Die hatte ich schon mal verwendet. Die habe ich mir dann auch tatsächlich umgefüllt und als Lippen- und Augencreme verwendet. Und ja, war okay. Aber ich habe aktuell andere Lippen- und Augenprodukte, die ich sehr gerne verwende und wo ich einfach weiß, dass sie aktuell sehr gut für mich sind. Deswegen darf das Produkt auf jeden Fall weiter wandern. So, dann habe ich noch hier von P2 Perfect Color Lip Liner in der Farbe 034 Medicine Woman, die Medizinfrau. Die Farbe mag ich nicht. Das ist mir einfach zu, zu pink-orange-stichig, ne? Hier seht ihr auch die Farbe, also das ist nichts für mich, deswegen darf auch der weiter wandern. Und last but not least habe ich hier ein Tütchen, in dem befinden sich ganz viele von diesen Pinselüberziehviechern, weil ich habe ja meinen Sigma-Pinselbaum, deswegen, das wird weiter wandern. Und das war's, ihr Lieben. Das sind jetzt die Produkte, die ich aktuell in meiner Aussortiertkiste habe, die weiter wandern werden in der nächsten Zeit an Freunde, Familie und so weiter. Und ja, ne? Man muss sich auch manchmal von Dingen trennen. Das ist blöd, aber ja, auch manchmal, wenn es dann aus Tauschpaketen ist, aus Trashpaketen oder wie auch immer, dann tut es einem auch leid. Aber wenn das Produkt dann einfach nicht so gut ist wie ein anderes, was man hat, warum soll man das dann unbedingt behalten? Man muss sich auch von Dingen trennen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner Sammlung, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!